Hallo meine Lieben, ich mache heute für euch einen wunderschönen Herbstlook. Wie ihr seht, meine Augen sind in Bärentönen geschminkt. Lasst euch einfach überraschen, was das Video bringt, und ihr könnt es natürlich so tragen oder ihr könnt es so tragen mit Lippenstift. So, das ist völlig euch überlassen. Ich sage dazu auch nochmal was am Ende des Videos und dann hoffe ich, dass es euch gefällt und dass ihr euch genauso auf den Herbst freut wie ich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und ich freue mich über einen Daumen hoch oder ein neues Abo. Ich fange an mit der 8-in-1 BB Cream von Maybelline und verteile die wie Make-up im Gesicht. Das Ganze mache ich mit meinen Fingern, weil ich finde, dass es sich einfach besser verteilen lässt als mit einem Pinsel. Guckt, dass euch keine Ränder hier entstehen, sondern verteilt es auch schön den Hals runter. So, jetzt benutze ich einen Concealer. Da nehme ich von MAC den Pro Longwear Concealer in der Farbe NW15. Das ist die hellste Farbe mit rosa Stich. Ich mache mir davon so ein bisschen was auf den Handrücken und nimm dann meinen Ebeline Concealer Pinsel und trag den Concealer auf. So, den Rest mache ich mit dem Finger, weil ich mag, dass es dann dieses einfache Finish hat. Also ich finde, mit dem Pinsel erreicht man das eben nicht. So, dann mache ich noch ein paar Unreinheiten weg. Zum Beispiel hier unten und mein Kinn, das neigt auch immer dazu, so ein bisschen rot auszusehen, weil ich da so ein Grübchen habe. Sieht dann immer dunkel aus und das mag ich nicht so gern. Deswegen mache ich da auch immer ein bisschen Concealer drauf. So, jetzt kommen wir zum Finish, das heißt, ich pudere mein Gesicht jetzt ab, damit es auch alles schön hält. Dafür nehme ich von MAC den Blot Powder. Das ist eigentlich einfach nur so ein Finishing Powder, das mattiert, damit ich nicht glänze. Das heißt, es deckt nicht stark, aber es macht genau das, was es tun soll. Jetzt fange ich an, mein Gesicht zu konturieren. Dafür nehme ich den Benefit Hoola Bronzer und den Pinsel, der hier mit dabei war. Punkt den ein, klopfe den kurz ab und konturiere mein Gesicht. So, die Nase konturiere ich nicht, weil es meiner Meinung nach bei mir immer ein bisschen komisch aussieht, weil die hier nämlich so breit ist und ich das irgendwie nicht wirklich hinkriege. Ich verblende das Ganze jetzt wieder mit diesem Pinsel von Essence. Wenn es ein bisschen stark ist, einfach ein bisschen drüber streifen. Dann geht auch schon viel ab.
Ich sehe das nämlich nicht so gut, weil ich mich nur in dem Display schminke. Aber ich glaube, jetzt müsste es gut aussehen. Dann mache ich weiter mit einem Rouge und zwar... Oh, sorry. Und zwar ist das ein Rouge von Sleek. Und zwar in der Farbe Pomegranate 923. Das ist halt so ein schöner, dunkler, bäriger Ton, was mir sehr gut für den Herbst gefällt. Muss man nur aufpassen, weil die wirklich sehr gut pigmentiert sind. So, und jetzt mache ich noch Highlighting. Dafür benutze ich den Mary Luminizer. Und zwar ist das so ein schöner Highlighter mit so einem ganz leichten Goldschimmer. Streife den Pinsel vorher nochmal so ein bisschen ab und nehme wirklich nur ein bisschen was auf. Also der gibt sehr viel Puder ab und da muss man wirklich ganz arg aufpassen. Und dann mache ich das so ein bisschen auf der Höhe, auf dem höchsten Punkt des Wangenknochens. Dann noch auf dem Nasenbein. Hier oben an der Lippe ein bisschen. Kinn. Unter der Augenbraue. Und an der Stirn ein bisschen. So, jetzt bin ich mit meinem Gesicht fertig und jetzt mache ich die Augen. Für die Augen trage ich erstmal eine Base auf. Ich benutze dafür den Paint Pot von MAC in der Farbe Bear Study. Und trage das mit meinem Finger auf den ganzen Lid auf. Dann grundiere ich erstmal mein bewegliches Lid mit dieser Farbe hier. Und zwar ist das aus der Clinique. Oh, sorry, das blendet jetzt natürlich. Aus der Clinique-Palette. Und die Farbe nennt sich Lighter Shade from Lilac Truffle Duo. Okay. Also das ist halt so eine helle, schimmernde Farbe. Und die mache ich mir jetzt aufs bewegliche Lid. Dafür nehme ich so einen angeschrägten Pinsel. Danach nehme ich aus der gleichen Palette diesen schönen bären-lila-farbenen Ton. Und zwar nennt sich das Strike It Rich. Da benutze ich diesen gleichen Pinsel, klopfe das einmal ab und trage das am äußeren beweglichen Lid auf. So, das muss nicht so ordentlich sein, weil am Schluss verblenden wir das natürlich noch. Jetzt nehme ich aus dieser Palette, ich weiß nicht, ob man die noch bekommt, die ist von TCW. Gibt es aber auch in der 80er Palette, sind solche Farben auch auf jeden Fall drin, also da werdet ihr auch fündig. Und zwar benutze ich davon diesen Ton hier unten. Das ist auch ein ganz toller, bäriger Ton.
benutze dafür diesen angeschrägten Blenderpinsel von Evelyn und trage das auf der Mitte des beweglichen Lides auf. Die Farbe ist nicht so stark pigmentiert, deswegen gibt es einen schönen Übergang. So, jetzt nehme ich aus der Naked 2 Palette von Urban Decay diese dunkle Farbe. Ah, diese hier, die nennt sich Busted. Und trage die in der Lidfalte auf. Jetzt nehme ich noch das Schwarz aus der Naked 2 Palette, also das ist wirklich so ein Tiefschwarz. Guckt, dass ich das wirklich nur auf der Spitze vom Pinsel aufnehme und mache das hier unten am äußeren Rand ein bisschen hin und auch außen an der Lidfalte. Jetzt müsst ihr das Ganze natürlich noch verblenden. Dafür nehmt ihr ein bisschen größeren Pinsel. Das hier ist jetzt so ein No-Name-Pinsel. Das ist gerade der einzige, der gerade wirklich sauber ist. Und verblenden das ein bisschen. Jetzt trage ich nochmal, wie am Anfang, aus der Clinique-Palette diesen Lila-Ton auf, wieder auf dem beweglichen Lid. Also aber nicht bis ganz vor, also praktisch hinten und in der Mitte. Jetzt nehme ich nochmal diesen hellen Ton aus der Clinique-Palette, mache das mit meinem kleinen Finger, tunke den hier einmal ein und platziere das Produkt im Augeninnenwinkel. Jetzt benutze ich einen schwarzen Kajal und zwar ist der von Lancôme Le Crayon Kohl in 01 Noir. Und trage den im Außenwinkel oben praktisch als Eyelinerlinie am äußeren Augenwinkel auf. Dann benutze ich einen Wingliner, also einen angeschrägten Eyeliner-Pinsel und verblende das so ein bisschen. Ihr könnt das auch so ein bisschen mit dem Finger verstreichen, wenn das besser funktioniert. Oh ja, das funktioniert etwas besser. Es gibt auch manche Kajals, wo hinten so ein Schwämmchen dran ist. Ich kenne das bei P2 zum Beispiel. Da wäre das Schwämmchen natürlich perfekt.
Jetzt trage ich hier unten noch ein bisschen Kajal auf. Und verblende das wieder so ein bisschen mit dem Finger bzw. einem Schwämmchen. Jetzt fehlt natürlich noch Wimperntusche. Ich mag es nicht so sehr, wenn ich falsche Wimpern trage, vor allem nicht für den Alltag. Und deswegen benutze ich aber stattdessen eine Wimpernzange, weil ich nicht so schön gebogene, lange Wimpern habe, wie sich sie jede Frau erwünscht. Das heißt, ich biege meine Wimpern nach oben und tusche mir erstmal nur die oberen Wimpern. So, ich habe mir die oberen Wimpern jetzt mit Mascara getuscht, und zwar ist das die Volume Million Excess Lashes Wasserfest von L'Oréal Paris. Die mag ich sehr, also die habe ich mir auch schon ein paar Mal nachgekauft. Jetzt tusche ich die unteren Wimpern noch ein bisschen, da streife ich das Bürstchen ein bisschen ab. Die ist aber auch sehr gut für die unteren Wimpern geeignet, da sie die sehr schön trennt und nicht so sehr verklebt. Und ich tusche meine Wimpern jetzt nur am äußeren unteren Wimpernkranz. Die Augen sind jetzt auch fertig geschminkt und jetzt fehlen natürlich noch die Augenbrauen. Die dürfen natürlich nicht fehlen, weil die dem Gesicht wirklich so einen richtigen Rahmen geben. Und dafür benutze ich diesen Eyeliner-Pinsel, den angeschrägten. Der ist von Zoeva, das ist der 317er. Den liebe ich sehr, weil der so schön schmal ist. Und ich benutze dieses Augenbrauen-Set von Catrice, und zwar die hellere Farbe. So, die Augenbrauen sind jetzt auch fertig und eigentlich ist mein ganzes Make-up jetzt fertig. Man kann es natürlich so lassen, man kann auch noch einen Lippenstift auftragen. Ich habe jetzt hier einen von Benefit in der Farbe Guilt Free. Den finde ich so toll für den Herbst, und zwar, der sieht jetzt hier zwar ziemlich braun aus, aber das ist ein richtig schöner dunkelbeeriger Ton. Ich zeige euch den jetzt einfach mal. So, das ist jetzt mein fertiger Look. Ob Lippenstift oder nicht, das dürft ihr natürlich selber entscheiden. Ein bisschen dezenter ist es natürlich ohne Lippenstift. Ich zeige euch das jetzt nochmal mit offenen Haaren. Weil das, ich finde, das wirkt immer nochmal anders, wenn man die Haare offen hat oder zu hat. So. Ich würde wahrscheinlich eher den Lippenstift weglassen, aber das ist total euch überlassen, und für abends finde ich es auch ganz schön. Für den Alltag ist es vielleicht ein bisschen viel mit Lippenstift und mit dem starken Augen-Make-up, aber eines von beiden für den Tag über finde ich wirklich top, und für den Abend natürlich beides. Hallo. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und einen guten Start in den Herbst, und ich freue mich schon wieder auf die warmen Pullis und auf die Schals, und ich kann das gar nicht abwarten. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dann der totale Trend und ein Must-Have
dieses Jahr oder diesen Winter sind diese wunderschönen